So, wir sind jetzt hier bei über 40 Kilometern. Jetzt versuche ich mal Dan anzurufen. So, Klingelton habe ich. Da ist er. Guten Abend, hier zum ersten Zwift-Event. Ich werde hier zumindest so einen kleinen Vlog für euch machen. Wir fahren ja alle in der virtuellen Welt. Ja, und das, was ihr im Hintergrund hier vielleicht eben schon gehört habt, das ist der Discord-Check. Das heißt, da werden wir den ganzen Abend chatten. Ja, so sieht das Ganze aus. Hier links sind schon ganz viele Leute drin, die am Quatschen sind. Hier rechts ist ein Sprachchat. Und das muss ich euch auch nochmal zeigen. Die verschiedensten Setups hier, richtig cool. Mitarbeiter Olaf fährt sogar mit Arschrakete am Kickerbike. Ich fahre auf dem Kickerbike wie immer und heute mal auf dem Apple TV. Und hier seht ihr uns schon alle an der Startlinie stehen. Im Moment 60 Leute, 19.35 Uhr, also noch 25 Minuten bis zum Start. Ja, und wir fahren eine Strecke von 53 Kilometer mit 700 Höhenmeter. Einmal über den Epicom bei Zwift. Das ist so ein, ja, so ein Berg mit, glaube ich, 300, 400, 500 Höhenmetern auch. Also nicht ganz trivial, aber wahrscheinlich so anderthalb, zwei Stunden, würde ich rechnen, brauchen wir alle. Ja, und wenn ihr Bock habt, hier mal mitzufahren, ich verlinke das unten auch. Dann gibt es jetzt momentan diese Zwift-Events. Manchmal haben wir auch Meetups gemacht, aber die sind begrenzt auf 100 Leute. Das Zwift-Event wie heute ist unbegrenzt und natürlich auch viel einfacher verfügbar. Man muss nur den Link kennen und Link klicken. Dazu haben wir auch einen Podcast gemacht. Also alle, die jetzt sich wundern, was wir hier gemacht haben, ja, gerne mal mitfahren, mitgucken, wie das Ganze gelaufen ist. Und vielleicht seid ihr ja beim nächsten Mal auch dabei. Gleich geht's los, schon alle hier beim Discord drin. So, hier ist mein Setup. Aber ihr seht hier das Kickerbike, den Tisch, iPad, der ganze Ladewahnsinn, Fernbedienung, Kopfhörer, da der Headwind zum Kühlen und ein ganz einfacher Fernseher. Und was ich hier auf dem iPad sehe, ist gespiegelt auf dem Fernseher. Nur noch 5 Minuten zum Start. Also jetzt wird es gleich ernst, beziehungsweise hoffentlich entspannt. Wir haben jetzt 390 Leute online. Hier oben rechts seht ihr das, 402. Das heißt, nach und nach kommen jetzt alle kurz vorm Start schon rein. 4 Minuten bis zum Start. So, dann bereite ich mich jetzt mal vor und werde hier mein Stirnband aufsetzen, weil man kommt ja doch in Schwitzen, Ventilator hin oder her. Aber für so jemanden mit einer Frisur wie ich ist das immer ganz gut, wenn der Schweiß hier nicht runterläuft. Wir fahren 0 Watt, wenn wir hier stehen auf der Rolle fahren. Nein. Los.
So, es geht los. Wir sind unterwegs, fahren mit roundabout 500 Leuten. Ein paar werden wahrscheinlich noch nachzügeln. Dann ist ja der Kelch mit 496 gerade noch an mir vorbeigekommen, ne? Ja, jetzt sind es 497. Da weiß ich nichts von. Das muss ich nochmal nachhören im Podcast. 498 plus 1. Oh, das wird noch. Da sind die 500. Wenn es rechts an 1000 Kilometer Auto gefahren und wir haben 4 Gigabyte Geld abgeholt. Wir haben jetzt 8,7 hinter uns, fahren hier nur flach und ihr merkt, ja, für so einen Videodreh ist man dann doch ganz schön aus der Puste hier. Aber macht richtig Bock. Geil, dass ihr alle dabei seid. So, 11,7 Kilometer. Leider schwitze ich schon. Aber hier seht ihr das, da oben 172 Watt. Auf dem großen Monitor natürlich auch. Und ihr seht jetzt zum Beispiel, gucke ich nach vorne. Und wenn ich hier auf die Kameraposition gehe, Kamera 2, Kamera 3, Kamera 4 und Kamera 5 und nach hinten finde ich halt auch richtig gut. Jetzt, wo alle den Berg hochfahren, wird es ja auch ein bisschen ruhiger hier im Sprachchat. Also ich habe mir als kleines Goodie mit denen ausgedacht, dass wir ja erstens mal ein kleines Video mache ich jetzt hier aus dem Keller für das Event und dann ist unsere Idee jetzt im Dezember das erste Mal einen Live-Podcast mit euch zu machen, inklusive vielleicht der Möglichkeit anzurufen. Das wäre so hoffentlich, glaube ich, eine ganz coole Sache. So, wir sind jetzt hier bei über 40 Kilometern. Jetzt versuche ich mal Dan anzurufen. So, Klingelton habe ich. Ich melde mich von Kilometer 37. Linkes Handy, Discord-Chat. Mittleres Handy hier. Die Companion-App. Ja, jetzt ruft Ingo an. Ja, dann gehen wir da mal ran. Da Ingo. Ist er. Hey. So, ich musste das Discord erstmal ausschalten, es war zu laut im Hintergrund. Wie gesagt, ich schwitze ein bisschen, bin näher im Dschungel noch, bei Kilometer 37. Guck mal hier, da kannst du das sehen. Und mein Setup, der Tisch, hier ist die Companion-App, die GoPro läuft hier auch. Machen wir die nochmal, dass ich das sehen kann. Da ist das iPad und dahinter der große Monitor gespiegelt. Ja, so sieht das bei mir aus. Ist ja echt Wahnsinn, wie viele da jetzt mitmachen und dass das so gut klappt. Auch der Discord klappt ja super. 500 Leute. Nee, wir haben hier richtig Spaß, aber man kommt auch ins Schwitzen, ne? So ganz ohne ist es auch nicht. ja, tatsächlich. Aber es macht richtig Spaß und was mich richtig freut, ist 500 Leute dabei. Ja. Also ich möchte nochmal sagen, danke an die Fanbase. Das ist ja extrem krass. Also freut mich richtig, richtig, richtig dolle. Darum hoffe ich meinerseits. Dann mach mal weiter. Wir sehen uns morgen. So wird's gemacht. Ciao, ciao. Ciao. Ja, Ingo hat live angerufen. Ist das krass? Ziemlich geil. Weiter geht's. Ich bin immer noch im Dschungel. Was richtig krass ist, ich fahre jetzt hier gerade in Richtung Vulkan mit der Lava. Wenn man jetzt La Palma verfolgt hat, so wie ich das immer noch fast jeden Tag mache, die Live-Bilder und die Aufzeichnung, ist das auf einmal ein ganz anderer Blick hier in Zwift, diese Lava ins Meer fließen zu sehen. Das ist ja krass.
So, die letzten 700 Meter. Irgendwie macht es ja doch Bock, zu sagen, man macht noch einen kleinen Endspurt. Auch wenn es egal ist. So, Strecke abgeschlossen. Sehr geil. Noch 500 Meter, über 2 Stunden gefahren auf Zwift. Coole Sache mit dem Event und vor allen Dingen mit diesem Discord-Channel. Das ist kurzweilig. Ich höre die immer noch jetzt hier quatschen und es macht viel Spaß. So, ich verabschiede mich hier aus meinem kleinen Fitnessbereich und danke für alle, die mitgemacht haben. Ciao. So, hier die letzten 10 Meter. Erledigt. Ja, sehr coole Sache. Hat richtig Bock gebracht. Und jetzt fahre ich noch mal ein bisschen weiter, bis alle dann im Ziel sind. Oder zumindest die meisten. Und ja, was für ein geiles Ding. Also vielen, vielen Dank an alle, die mitgefahren sind. Und mal gucken, ob ich so ein bisschen die Stimmung in diesem Video rüberbringen konnte. Ich hoffe schon. Aber das war es mir wert, jetzt hier mal die Kamera ein bisschen mitlaufen zu lassen. Und wenn es nur eine schöne kleine Erinnerung ist für alle, die mitgefahren sind, ist auch gut. Für alle, die nicht mitgefahren sind, ja, vielleicht beim nächsten Mal, in 2 Wochen geht es wieder so weit, ist es wieder soweit. Ich glaube, der 17. November, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und am 1. Dezember. Und ja, auf jeden Fall, so verschwitzt wie ich bin, müsst ihr einen Daumen hinterlassen und gerne auch einen schönen Kommentar. Bis bald. Was tut weh? Ach so, Morse habe ich noch nie gehört, das Wort. Aber ein Leister wäre es jetzt auch schon ganz schön Booster, ne? Ja, ich kenn da so einen Shop, der verkauft ganz helle Lampen. Das ja, mit 500 Lampen im Zelt. Genau. Aber ich kann bestätigen, der Blick auf den Leister ist quasi nicht existent, man sieht ihn nicht. Es ist dunkel. Ja.